Fasten. Eine Modeerscheinung, religiöser Hintergrund oder der Gesundheit zuliebe. Warum es aus medizinischer Sicht auch für dich sinnvoll sein kann und was der Nobelpreisträger Yoshinori Ozumi damit zu tun hat, das erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Schön, dass du eingeschaltet hast. Bereits 2016 hat der japanische Zellbiologe Yoshinori Ozumi den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin verliehen bekommen. Auf vereinfachte Art gesagt hat er herausgefunden, dass sowohl in Hefezellen als auch in Säugerzellen Autophagie stattfindet. Das Wort Autophagocytose lässt sich auch mit Selbstverdauung übersetzen. Zellen bauen eigene Bestandteile ab und verwerten diese. Was gefährlich klingt, ist für dich lebenswichtig. Denn genau so werden geschädigte oder nicht richtig funktionierende Substanzen von deinem Körper aufgegessen. Du besitzt also eine Art eigene Recyclingfabrik. Wenn es für die gelben Säcke und Tonnen auf unserer Straße keine Müllabfuhr gäbe, dann würden unsere Straßen vor Müll überquellen. Und genauso ist das auch in deinem Körper. Damit das nicht passiert, gibt es die Autophagozytose. Wenn du fastest, dann kann dein Körper die unnötigen Zellen aufessen. Dadurch kannst du jünger und entspannter aussehen. Und klasse ist auch, dass hierdurch Krankheiten und Infektionen entgegengewirkt werden kann. Denn dein Immunsystem wird automatisch gestärkt. Wenn du dich mit dem Thema Fasten weiter beschäftigen möchtest, dann solltest du darauf achten, dass wir hier nicht von einer Diät sprechen. Es gibt die unterschiedlichsten Arten zu fasten. Welche das sind, habe ich dir unten in der Infobox exemplarisch aufgeführt. Eines haben dabei alle Fastenarten gemeinsam. Verzichtet dein Körper für mehrere Stunden auf Nahrung, so schaltet sich der innere Reinigungsmodus an. Auf deinen Körper und deine Psyche kann sich das Fasten positiv auswirken. Und wenn du die ersten Tage überstanden hast, ja dann bekommst du einen regelrechten Motivationsschub. Was mich an dieser Stelle interessiert, Fastest du überhaupt und wenn ja, nach welcher Art fastest du? Welche Tipps kannst du weitergeben? Und wie hast du die harte Anfangszeit überstanden? Alles Weitere findest du wie immer unten in der Infobox. Und nun wünsche ich dir viel Erfolg beim Fasten und die nötige Portion Durchhaltevermögen. Alles Gute, dein Neodoc.